Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unserem heutigen Tag am 17. Dezember 2017? Energie, kosmische Energie. Natürlich hat ein Einfluss auf unserem Leben und wir sollen auf diesem Einfluss im Einklang sein, immer im richtigen Augenblick, im richtigen Ort zu sein. Das kann ein Vorteil sein. Diese Einflüsse von außen können auch Hindernisse sein, weil wir im falschen Ort, im falschen Zeitpunkt sind. Und welche Energiefelder gibt es noch? Wir selbst haben auch unserem eigenen Energiefeld. All das, was wir ausstrahlen, das kommt von unserem Inneren, von unserem Denken und Fühlen. Und das können wir selbst in Hand nehmen, dass wir umdenken, dass wir Gefühlen wie Zweifel, Schuldgefühl, Angst, dass wir von solchen Gefühlen verabschieden und beginnen, angstfrei zum Leben. Weil das sind die größten Hindernisse, die größten Stolpersteine in unserem Leben. Dann ändert sich unserem Energiefeld. Und das, was wir ausstrahlen, wie ein Magnet, das zieht auch etwas an. Genau das, was wir denken und fühlen. Das ist ein kosmisches Gesetz. Wie innen, so ist es nach außen. Und das ist die Anziehungskraft. Natürlich gibt auch anderen Einflüsse. Hier im Tageshoroskopen beschreibe ich die kosmischen Einflüsse. Und damit sollten wir im Einklang sein. Das ändert sich Tag zu Tag, Stunde zu Stunde. Man soll nicht abhängig sein und ständig nach den Sternen schauen, sondern wir sollen in uns selbst bleiben. Und unsere inneren Stimme begleitet uns im Leben und das ist das beste Ratgeber. Aber außer unserem eigenen Energiefeld und außer die kosmischen Einflüsse gibt auch noch andere Energiefelder, die Orte, wo wir leben, sind Orte, was uns befreit und können wir atmen. Es gibt Orte, was uns bedrückt. Dann, die Räumlichkeiten haben auch Energiefeld, die Wohnung oder das Haus, wo wir leben, weil die Menschen, die früher dort waren, hinterlassen auch ihren Energie, ihren Gefühle von damals. Wenn es zu viel Angst war, dann atmen wir das auch ein. Also das ist auch wichtig, das zu bereinigen. Auch im Arbeitsplatz. Da ist auch was Eigenes. Es gibt Arbeitsplätze oder Kaufhäuser, wo wir einfach frei sind und können wir auch leicht atmen. Und es gibt Kaufhäuser, wo wir das Gefühl haben, oh, hier bekomme ich keine Luft. Und das ist dieser Energiezustand. Also das ist auch wichtig zum Erkennen. Und andere Menschen haben auch was Eigenes. Und manche Menschen ziehen wir magnetisch, magisch an. Es gibt Menschen, wo die Energie anderes ist, weil die sind unsympathisch und haben wir gar keinen Bezug dazu. Ist auch ganz normal und menschlich. Wir können nicht alle recht machen und uns bei jedem beliebt machen, geht es nicht. Sondern wir sollen zu uns selbst treu bleiben. Und diese Energiefelder sollen wir nicht manipulieren, sondern das so lassen, wie das ist im Fluss, höchstens an uns selber arbeiten, dass wir angstfrei leben, dass wir positiv denken, dass wir Liebe ausstrahlen, dass wir in göttlichen Energie bleiben, dass wir unserem schöpferische Kraft fühlen, dann ist die Welt in Ordnung. Aber wir können die Energiefelder, diese Verbindungen zu anderen Menschen, zum Plätzen, auch zum Räumlichkeiten harmonisieren. Und dazu sind die Rituale da.
Ich habe auch ein paar Ritualset zusammengestellt. Liebe anziehen, das Geld im Fluss bringen, den Weg zum Öffnen. Es hat mit Schwarzmagie oder mit Hexerei nichts zu tun, sondern das sind Düfte, das sind Halbedelsteine, das sind Glaubenssätze, all das in Harmonie zu bringen. Und es ist immer gut, wenn wir etwas im Hand haben, wo wir das daran glauben, ein Amulett im Hand, das stärkt uns auch. Natürlich auch nicht abhängig sein, sondern hier ist auch wichtig, dass wir zu uns selbst treu bleiben. Aber ich empfehle auch mal in die Richtung auch Gedanken machen, da offen zu sein. Und was ich im Tageshoroskopen vermitteln, das ist die Wandlung. Wie ändert sich diese kosmische Energie Tag zu Tag? Weil das bleibt nicht stehen. Und das wiederholt sich auch nie wieder in dieser Form, weil jeden Tag, jede Stunde, jeder Moment ist einzigartig, so wie auch jeder Mensch ist einzigartig. Jeder Geburtshoroskop ist auch einzigartig, wie ein Fingerabdruck. Also das ist dieser ständige Wandel. Ein Tag ist für die eine Tierkreiszeichen vorteilhaft, die andere schränkt es ein. Und das beschreibe ich auch. Natürlich ist das allgemein, ich kann nicht auf jeden einzelnen Mensch eingehen. Dazu musste man das gesamte Horoskop genau anschauen, jede einzelnen Planeten. Aber das ist mal zum Orientierung. Aber ich betone noch einmal, nicht diese Abhängigkeit zu kommen, wo man keine Entscheidung trifft ohne Horoskope, sondern nur zum Orientierung und auf die inneren Stimme vertrauen. Und wie sind die Bewegungen heute? Unser Planet Erde bewegt sich auch im Sonnensystem. Momentan ist im Bereich Tierkreiszeichen Zwillinge. Dort bewegt sich unser Planet Erde und nähert sich zu einer Verbindung zum Polarstern. Dieser Polarstern befindet sich im kleinen Bär oder kleinen Wagen und es ist zum Orientierung da im Nordhalbkugel. Dazu gibt eine Geschichte. Es gab einmal eine wunderschöne Frau, Callisto, und der Himmelsgott Zeus liebte schöne Frauen und verliebte sich an Callisto. Was passierte dann? Zeus verführte diese schöne Dame und sie wurde schwanger von Zeus und gebar einen Sohn Arkas. Das Problem war aber, dass Zeus verheiratet war. Und seine Ehefrau Hera wusste, dass Zeus gerne mal fremd geht und ertappte die beiden und verwandelte Callisto an einen großen Bär und verjagte von dem Königreich. Und dieser große Bär verirrte sich in einen Wald. Ihr Sohn Arkas wurde größer. Und dann ging's im Wald zum Jagen und begegnete mit seiner Mutter. Aber Arkas erkannte nicht, dass dieser große Bär eigentlich seine Mutter ist und wollte den Bär töten. Und Callisto, dieser verwandelte Mama Bär, wollte eigentlich ihr Sohn umarmen. Zum Glück kam Zeus und rettete die beiden, auch die große Bär und auch ihr Sohn, auch sein Sohn Arkas. Und die beiden hat Zeus in den Himmel gesetzt. Und das ist die große Bär und die kleine Bär. Oder manche sagen, der große Wagen und der kleine Wagen. Und dieser Polarstern befindet sich in diesem kleinen Bär oder kleinen Wagen. Die chinesischen Astrologen beschreiben all das als Paläste,
die Himmelsrichtungen. Es gibt Süden und Norden und Westen und Osten. Und dann sind die Südpalast und Nordpalast und Ostpalast und Westpalast. Und dort, wo gerade unser Planet Erde bewegt, das nennen sie die Chinesen als Palast des Südens, der rote Vogel. Und hier in diesem Palast hat eine Mitte. Und da in die Mitte wird beherrscht von Saturn und von dem Polarstern. Aber das ist immer nur Anfang, wenn die Bewegung so ist, dass man in diesen Palast eintritt. Das ist wie eine Eingangshalle. Und dieser Bereich hat unseren Planet Erde verlassen, diese Mitte, dieser Rückzug, und bewegt sich frei, ungehindert, gerade im Palast des Südens. Die Chinesen sagen, dass über diesem Palast herrscht der Planet Mars. Wie soll das sonst sein, wenn das Süden ist und feurig ist? Dann ist es auch der rote Planet Mars. Ja, wie wirkt Mars in diesem Bereich? Solange bis wir oder unserem Planet, wir leben auf diesem Planet, in diesem Bereich bewegen. Mars ist natürlich Kraft und Mut und Bewegung, die männlichen Kraft, etwas in Bewegung zu setzen. Aber nicht vergessen, es ist auch Ares, der Kriegsplanet, und damit sind wir gerade konfrontiert. Aber wir sollen im Frieden bleiben. Und es gibt auch noch einen Herrscher in diesem Bereich, Bereich des Südens. Und das ist ein königlicher Stern. Ja, das ist er, Regulus. Und es wurde seit die Babylonier immer der glänzende Herrscher für Herrscherhäuser und Könige und Imperium. Und dieser Regulus bewacht auch diesen Bereich, wo gerade unser Planet Erde sich bewegt. Sonne und Mond, die beiden Lichter, befinden sich in Tierkreiszeichen Schütze. Wenn die beiden sich treffen, dann ist es Neumond und morgen ist schon Neumond. Und die Sonnenenergie vermittelt uns die Zentrum unserer Galaxie Milchstraße immer noch. Weil die Richtung zeigt, die Tierkreiszeichen Schütze, die zeigen die Zentrum der Galaxie. Und das bedeutet konzentriert bleiben, auch nicht aufgeben. Und da bekommen wir immer mehr Klarheit, das vermittelt die Sonne. Aber die Mond bewegt sich auch noch nicht, erreicht die Sonnenbewegung ein bisschen entfernt, aber immerhin schon in Tierkreiszeichen Schütze. Und hier wirkt auch der Schlangenträger und die beiden Schlangen. Und das habe ich gestern erzählt, diese Geschichte über die Schlangenträger. Und heute sind Sterne da, was beeinflusst die Mondenergie. Rastaban und Rasalhague, die eine ist der Kopf der Schlange, andere ist der Kopf der Schlangenträger. In diesem Bereich befinden sich diese beiden Sterne. Das sind die Gedanken, also klaren Gedanken oder klare Entscheidungen oder Überlegungen, klaren Verstand. Auf jeden Fall, das ist sehr wichtig heute. Und dann gibt's noch mal einen Stern, was bestrahlt unseren Mond, und dieser Stern heißt Sabik. Befindet sich auch im Schlangenträger, und übersetzt heißt dieser Stern die Vorausgehende. Das heißt, wir sollen vorausplanen, wie machen wir unsere Schritte und wie trifft das die einzelnen Tierkreiszeichen. Tierkreiszeichen Schütze. Die Gespräche sind wichtig. Es ist zwar eine rückläufige Phase des Merkurs, und das bremst vielleicht etwas, dass wir unseren Gefühlen etwas zurücknehmen und wenig über unseren Gefühlen sprechen, beziehungsweise das trifft gerade die Schützengeborenen direkt, kann aber auch bedeuten Erinnerungen und Kontakte mit Gefühlen von Vergangenheit. Es sind auch gute Einflüsse von außen, weil das sorgt für Umbrüche und Veränderungen. Und die liebe Partnerschaft ist auch sehr wichtig für die Schützengeborenen. Und da kommt mehr Klarheit und sie können das besser einordnen. Es ist auch ein Aufstieg bei den Schützengeborenen. Und sie werden auch Stärke zeigen und werden auch wahrgenommen. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen haben eine Lernaufgabe. Ihre Wünsche, ihre Sehnsüchte, ihre Träume ernst nehmen.
Und die Kraft liegt an sich selbst, die Zügel selbst in Hand zu nehmen, weil damit können sie etwas bewirken. Die eigenen Meinung bleiben, die eigenen Einstellung, selbst etwas, diese Stärke und Kraft ausstrahlen. Dann werden sie auch ernst genommen und sie können mehr ihren Zielen arbeiten. Die Tierkreiszeichen Wassermann-Geborenen ist wichtig, die Finanzen und Werte und haben auch Glück und Gewinnchancen, aber noch nicht heute. Die Einflüsse von Sternen sind sehr gut, aber die Mond bei dieser abnehmenden Mondphase und die Neumond, was morgen da ist, begünstigt es noch nicht. Also noch einen Moment warten, bis dieser Neumond vorbei ist und dann sind Gewinnchancen da oder gute Investitionen, weil dann kommt das Geldfluss bei die Wassermann-Geborenen. Sie fühlen sich gerade kraftlos und müde und brauchen auch die Leichtigkeit. Kann auch bedeuten, dass eine männliche Person Hindernisse sind, jetzt speziell für die Wassermann-Geborenen. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen ist auch ein wichtiges Thema, die Werte, Wertschätzung und Finanzen. Und die Fischengeborenen haben auch die Spürnase dazu. Und hier erwähne ich auch, dann sind viele Bankiers unter diesem Tierkreiszeichen geboren. Die müssen auf diesem Fluss des Geldes vertrauen. Aber das ist nicht einfach, weil da sind immer wieder mal Einschränkungen da und es ist nicht leicht, in diesem Vertrauen zu bleiben. Und das sind die Lernaufgabe in die nächste Zeit, die Finanzen, die Werte im Fluss zu bringen. Wo beginnt das alles? Im eigenen Selbstwertgefühl natürlich. Und das ist die Themen für die Fischengeborenen. Heute sind noch keine Gewinnchancen da, weil die Mondenergie blockiert das alles. Lieber warten, bis die zunehmende Mondphase beginnt und verlässt Mond die Tierkreiszeichen Schütze, weil das hindert die Fischengeborenen und erst dann bringt Glück, wenn die Mond übergeht in Tierkreiszeichen Steinbock. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen ist, die leben ihren schöpferische Kraft und mit diesem schöpferischen Kraft können vieles bewirken. Im Arbeit oder Selbstständigkeit oder eigenen Ideen, aber auch Liebe, Partnerschaft. Auch die Zuhause, die Familie, aber die beruflichen Situationen auch. Da bewegt sich einiges und das ist der Neuanfang. Und kommen natürlich die Bestätigungen. Also die Bewegung ist schon da. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen fühlen sich ein bisschen unsicher. Und sie sollen überlegen, in welche Richtung setzen sie ihre Kraft ein. Wenn das so vielseitig ist, sie sind mal hier, mal dort, dann kann passieren, dass das zu stressig wird und kommen aus dem Gleichgewicht. Und die Stiergeborenen sollen auch wahrnehmen ihre Chancen und Möglichkeiten und dann entgegenkommen, das auch zulassen. Und das ist wichtig, dass sie nicht passiv verhalten, sondern auf anderen zugehen, die Chancen wahrnehmen, mutig handeln und gleich starten und überlegen, in welche Richtung sie ihren Kraft einsetzen. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen spiegelt viel gerade das Leben, das sind die Liebe, Partnerschaft, die Gespräche, die Kontakte, die Gefühle, dann auch die Orientierung, die Entscheidung, ist alles zu viel Einflüsse. Und die Zwillingsgeborenen sollen jetzt nicht passiv sein und warten, bis das so kommt und kommt, sonst ist das alles so zäh, sondern sie sollen selbst handeln. Die Gespräche suchen, Kontakte aufbauen, nachfragen, dass man orientieren kann. Oder die Liebe, Partnerschaft ist auch ein wichtiges Thema. Gefühlen zeigen, Gefühlen annehmen. Aber das darf nicht einseitig sein, weil das ist wie eine Waagschale. Wenn das nicht gleichmäßig verteilt ist, geben und nehmen, dann kippt das um und dann verlieren die Zwillingsgeborenen die inneren Gleichgewicht. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen ist eine Wandlung, kommt auch Thema Liebe
im Vorschein in die nächste Zeit, aber sie haben momentan das Gefühl, das bewegt sich nicht. Und das verunsichert momentan die Krebsgeborenen. Ein bisschen Geduld noch. Bis die Mond übergeht im Steinbock, da kommt auch die Bestätigung, kommt auch alles die im Fluss und das befreit auch die Krebsgeborenen. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen haben karmischen Thema. Hier bewegt sich die Drachenkopf, was die Inder nennen, was ein Symbol ist für karmische Erfahrungen. Und diese karmische Erfahrungen machen die Löwengeborenen gerade und sind sie auch ein Bereich, ein Lebensbereich, wo sehr mystisch ist, wo auch genau damit zusammenhängt. Also karmische Erinnerungen, Begegnungen oder Mystik oder Neuaufgabe. Und genau das bringen sie im Fluss gerade, die Löwengeborenen. Und die transformieren vieles momentan in ihrem Leben oder lösen etwas aus Blockaden, lösen auf. Oder die Karma, was noch so hängt, befreien sie sich. Die Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen ist so ähnlich oder kommt in die nächste Zeit. Das hat weniger mit Karma zu tun, sondern die befinden sich auch in einer inneren Veränderung, einer inneren Reise und da liegt die Kraft. Jetzt versuchen Kraft zu zeigen und da und dort sich einsetzen. Die stoßen in ihren Grenzen und das macht nur unsicher. Und das ist wie eine Sperre gerade da. Ist auch nicht zum Erwarten, dass Hilfe von außen kommt. Die Kraft liegt an sich selbst. Und das sollen sie im Ausdruck bringen. Und auch dieses Feingefühl haben, wann ist der richtige Zeitpunkt zum Handeln. Dann kommt auch alles in Bewegung und stabilisiert sich alles bei den Jungfraugeborenen. Bei den Tierkreiszeichen Wagengeborenen ist alles wunderbar. Auch beruflich, auch bei Veränderungen, auch zu Hause, auch familiär, auch die ausländischen Kontakte oder eine Reise ist auch möglich und auch in die Liebe, Partnerschaft. Es kann sein, dass ein Gespräch lässt sich noch warten oder ein Nachricht, aber sie haben tolle Energie und sie werden auch wahrgenommen und bekommen auch Respekt. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen ist auch ein Aufstieg und sie haben so viele Chancen zurzeit und die Einflüsse von außen unterstützen die Skorpiongeborenen. Es ist auch ein beruflicher Aufstieg. Die bekommen eine wichtige Aufgabe. Oder viele starten die Selbstständigkeit und das trägt Früchte in die Liebe, Partnerschaft, ist auch Leidenschaft, vielleicht Neuigkeiten. Und auf eine Reise kann auch eine Bedeutung sein und das natürlich spüren die Skorpiongeborenen auch diese Kraft in sich. Und das war mein Tageshoroskop. Wie ich schon sagte, das ist allgemein, aber wir sollen ein bisschen orientieren, was vermittelt die kosmische Energie uns täglich. Dann können wir in den richtigen Augenblick, im richtigen Ort zu sein. Und wenn Sie diesbezüglich Fragen haben, und dann bei der Beschreibung befindet sich mein Kontaktdaten. Und ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.